Wir kommen heute zur nächsten Folge von Angeschaut und Ausprobiert und ich starte, wie gehabt, gleich einmal mit der Auswahl des Spiels, welches ja für diese Folge ansteht. Rambo Shambo ist also wieder zumindest nicht mit dabei. Mal schauen, was dann heute gewinnt. Oh, The Gate. Okay, bin ich mal gespannt, was das jetzt wieder für ein Spiel war. Ich habe die zwar alle irgendwann mal ausgewählt und auf meine Liste gesetzt, aber es hat halt schon teilweise Jahre, dass ich mir nicht die Zeit genommen habe, sie wirklich anzuschauen. Beim Aufräumen habe ich dann auch an einigen Stellen festgestellt, dass manche Spiele inzwischen auch schon wieder eingestellt wurden, aber so ist es eben. Gerade so Free-to-Play-Games müssen halt auch dann noch irgendwie schaffen, ihre Kosten zu decken. Und wenn es dann nicht genug Zahlende gibt, dann verschwinden die halt auch einfach wieder. The Gate, ein Action-RPG. Ein 3D-Card-Collecting-Game. Na, da bin ich ja mal gespannt. Mal gucken. Also 434 MB für die Installation. Dann hoffe ich mal, dass es nicht allzu lange dauert, bis die runtergeladen und installiert sind. Ja, der Download liegt sogar nur bei 360 MB. Also in wenigen Augenblicken geht es dann für mich gleich weiter und für euch dauert es ja sowieso nur wenige Sekunden, bis ich dann schon mal umschalten kann. So, der Download ist abgeschlossen und das Game hat sofort gecrashed, sobald ich es in Vollbild umschalten will. Also irgendwie haben die Spiele beim ersten Mal in den Vollbildmodus wechseln ein Problem, aber jetzt hat es geklappt, Vollbild funktioniert. So, ich hoffe mal, dass ich auch hier checking for updates, das hätte auch gleich machen können. Verifying Credentials. Was auch immer da überprüft wird. Ich werde für den Moment auch erstmal wieder den Sound ausschalten, bis ich hier im Spiel hoffentlich irgendwo den Hintergrundsound umstellen kann und den dann abschalten kann. Na komm, was musst du denn da so lange überprüfen? Okay, ich weiß, ich bin etwas ungeduldig, aber keine Ahnung, warum das Ding so lange braucht. Okay. Server Overload, please check the Facebook page for Game Status. Na super. Was ist denn das wieder für ein Käse? Da will man das Spiel spielen und es ist nicht da, oder was? So, also, was steht bei Facebook? Last Days of Eternity. In 2000 ausgespeichert, also durch 5 online mobile Free-to-Play-Games, this verifying level 2 years after its launch, The Gate has been by far the most successful of the games. This success has been born out of your support. Seit Dezember, the bean has losing money for spicy horse. Okay, das heißt wohl, das Spiel ist tot. Ja, ich habe es gerade noch angesprochen, dass es ja hin und wieder schon vorgekommen ist, dass das eine oder andere Spiel tatsächlich schon verschwunden ist. Okay, also inzwischen, also dieser Facebook-Eintrag ist vom 12. August und 12. August 2015, wo letztlich die Aussage da war, dass das Spiel nicht mehr weiterentwickelt wird und dass dort nichts mehr investiert wird, aber die Server weiterlaufen sollten. Das scheint sich wohl vor einigen Tagen geändert zu haben, so dass die Server nicht mehr erreichbar sind und damit das Spiel letztlich offline ist. Also von daher, ja, heute ist diese Folge so zumindest sehr, sehr kurz, weil schlichtweg das Spiel nicht mehr erreichbar ist und keine Ahnung, ob das Spiel je wiederkommt oder was damit überhaupt passieren wird, mal schauen. Auf jeden Fall finde ich keine aktuellen Informationen, inwieweit dort noch irgendetwas erreichbar wäre. Tja, soweit dann die aktuelle Folge zu beenden und ich werde dann gleich eine neue Folge machen und ein weiteres Spiel auswählen. Eins, das dann hoffentlich funktionieren wird. Ja, dann bis gleich zur nächsten Folge.